Drachen zählen zu den gefürchtetsten Wesen in Game of Thrones. Sie sind geschuppte, reptilienartige Kreaturen mit zwei Hinterläufen und zwei riesigen Flügeln. Scharfe Zähne, ein langer Hals und die Fähigkeit, Feuer zu speien, machen sie zu einer absoluten Superwaffe. In diesem Video stelle ich euch, sofern möglich, alle uns bekannten Drachen in chronologischer Reihenfolge vor, die während der langen Geschichte von Essos und Westeros gelebt haben. Die Drachen stammen ursprünglich von dem Kontinent Essos. Die ersten Valyra haben vor 5000 Jahren in den sogenannten 14 Flammen einer Vulkankette auf der Valyrischen Halbinsel die Drachen entdeckt. Die Valyra eigneten sich die Fertigkeiten an, mit ihnen umzugehen, sie aufzuziehen, und so wurden sie mit zu einer ihrer wichtigsten Waffen für das riesige Imperium des Valyrischen Hochstaates. Nach dem Untergang von Valyria überlebten den Chroniken zufolge nur drei Drachen, die mit dem Valyrischen Haus Targaryen nach Drachenstein flohen. Der erste uns bekannte Drache ist zeitgleich auch einer aus dem Zeitalter der Helden. Naga war ein legendärer Seedrache. Das Drachenweibchen ernährte sich von Kraken und Leviathan und riss ganze Inseln in ihrem Zorn nieder. Der graue König erschlug sie und der ertrunkene Gott verwandelte ihre Knochen in Stein. Die 44 Rippen von Naga wurden zu mächtigen Säulen, welche die Langhalle des grauen Königs zierten. Der Kiefer bildete den Thron und aus Nagas Zähnen formte der graue König eine Krone. Nachdem der graue König starb, löschte der Sturmgott die Feuer in den Hallen und das Meer verschluckte den Thron. Terrax wurde von Jaenerys Balerys geritten, einer adligen Valyrerin. Jaenerys flog auf Terrax so weit in den Süden wie noch keine vor ihr. 3 Jahre lang blieb sie weg, ehe sie zurückkehrte und nur von Dschungeln, Wüsten und Bergen berichtete. Urax war ein Drache, der einer Legende nach von Servan vom Spiegelschild getötet wurde. In dieser Legende versteckte er sich hinter seinem eigenen Spiegelschild und schlich sich so an Urax ran. Im Spiegel erblickte der Drache nur sein Ebenbild. Servan sprang hinter dem Schild hervor und bohrte seinen Speer in das Auge von Urax. Mit Balerion schauen wir uns nun den größten uns bekannten Drachen an. Der schwarze Schrecken ist der größte der drei Drachen, mit dem Aegon der Eroberer Westeros einnahm. Seine Zähne waren so groß wie Schwerter und in seinem Maul hätte ein ganzes Mammut gepasst. Mit seiner gewaltigen Flügelspannweite konnte er ganze Städte unter seinem Schatten bannen. Balerion wurde in Valyria geboren und war einer der drei Drachen, die Aenar Targaryen mit nach Drachenstein brachte. Aegon nutzte ihn nur in der Schlacht oder um schnell über Land und Seen zu reisen. Der letzte bekannte Der Reiter von Balerion war Viserys Targaryen der Erste. Zu diesem Zeitpunkt war Balerion bereits 200 Jahre alt, ehe er an Altersschwäche verstarb. Meraxes war der Drache von Aegons jüngster Schwester und Gemahlin Rhaenys Targaryen. Er hatte goldene Augen und silberne Schuppen. Benannt wurde Meraxes nach einem alten valyrischen Gott. Nur in der Schlacht, die als das Feld des Feuers bekannt wurde, stiegen alle drei Drachen gleichzeitig in die Luft. Zu allen anderen Eroberungen teilten die Geschwister sich auf, um effizienter agieren zu können. Im ersten Dorn Im Dornischen Krieg flog Rhaenys auf Meraxes nach Dorn. Im Jahre 10 nach Aegons Eroberung flog sie nach Höllhain. Während Meraxes mit ihr um die Burg reiste, schoss ein Verteidiger vom höchsten Turm eine Skorpion ab, die sich Meraxes ins rechte Auge bohrte. Der Drache stürzte ab und zerstörte große Teile der Burg. Auch Königin Rhaenys verlor dabei ihr Leben. Der dornische Fürst Nymor Martell bot unter dem Gehör seiner Schwester Meraxes Schädel als Friedensangebot an. Der letzte Drache war von Visenya Targaryen, benannt ebenfalls nach einem alten valyrischen Gott, Vhagar. Sie hatte grünliche Schuppen und war vermutlich ein weiblicher Drache. Bei der Totenfeier von Aegon dem Eroberer entzündete Vhagar den Scheiterhaufen. Nach Visenyas Tod im Jahre 44 nach Aegons Eroberung bestieg 29 Jahre lang niemand mehr Vhagar. Balon beanspruchte Vhagar im Jahre 73 nach Aegons Eroberung für sich und setzte ihn im 4. Dornischen Krieg ein, um die Flotte von Morion Martell zu verbrennen. Nach Balerions Tod war Vhagar der älteste und größte Drache der Targaryens. Während des Drachentanzes ritt Aemond Targaryen auf Vhagar und bekämpfte Rhaenys und ihren Drachen Meles. Vhagar war am Ende der Schlacht schwer verletzt und starb vermutlich an den Folgen. Quecksilber war der Drache von Aenys dem Ersten und später von seinem Sohn Aegon. Er wurde auf Drachenstein geboren und verlieh dem schwächlichen Aenys an Stärke und Kraft. Nach dem Tod von König Aenys übergang man die rechtmäßige Thronfolge und Königin Witwe Visenya krönte Prinz Maegor. Prinz Aegon und Prinzessin Rhaena suchten daraufhin Zuflucht. Als er erfuhr, dass sein Onkel Maegor auf dem Thron saß, wollte er sein Geburtsrecht durchsetzen. Im Jahre 43 nach Aegons Eroberung fand er seinen eigenen Tod in der Schlacht unter
dem Götterauge, in welcher Maegor auf Balerion den kleinen Aegon auf dem Rücken seines Drachen Quecksilber tötete. Der Drache Sonnfeuer war der Drache von König Aegon II. Er hatte glänzende Schuppen und rosafarbene Flügel. Durch sein goldenes Feuer erhielt er seinen Namen Sonnfeuer. In der Schlacht von Grænru wurde ein Flügel so stark verwundet, dass dieser fast abriss. Nach einer langen Genesungsphase konnte er nicht mehr so fliegen wie vorher. Nach seinem Rückzug tötete er den wilden Drachen Graugeist auf Drachenstein und zog sich so weitere Verletzungen zu. Sonnfeuer verschlang Mondtänzerin und verlor im Kampf ein Auge und bekam zahlreiche Wunden zugeführt. Zu diesem Zeitpunkt war er endgültig flugunfähig und musste von der Garnison gefüttert werden. Er fraß sogar Rhaenyra Targaryen auf den Befehl von Aegon. Im Jahre 130 nach Aegons Eroberung starb er an Altersschwäche und den späten Nachfolgen seiner Wunden. Aegon weinte über seinen Tod. Meleys, auch genannt die Rote Königin, war eine Drachendame von Rhaenys Targaryen. Sie hatte rote Schuppen und ihre Flügel waren pink. Im Tanz der Drachen kämpfte sie gegen Vaegar und Sonnfeuer. Gegen beide Drachen hatte sie keine Chance und wurde getötet. Ihr Kopf wurde daraufhin in den Straßen Königsmunds präsentiert. Mondtänzerin war die Drachendame von Baelor Targaryen. Sie hatte hellgrüne Schuppen, war jedoch sehr zierlich. Im Kampf gegen Sonnfeuer waren ihre Flügel zwar groß, sie selbst aber nicht größer als ein Schlachtross. Auch ihre Flinkheit konnte sie nicht gegen Sonnfeuer ausspielen und so flogen die Drachen im Luftkampf ineinander und sie zerfetzten sich mit ihren Klauen in der Luft. Mondtänzerin riss Stücke aus Sonnfeuers Nacken, während er ihr den Bauch aufriss. Am Boden angekommen, setzte Sonnfeuer ihr noch einige Wunden zu, sodass sie sich nach kurzer Zeit nicht mehr regte. Rhaenyra Targaryens Drachendame hörte auf den Namen Morgan. Sie war hellrosa und hatte schwarze Hörner. Morgan war jedoch sehr jung, um am Drachentanz teilzunehmen. Eventuell war das auch ihr Glück, denn sie zählte zu den vier Drachen, die den Drachentanz überlebten. An unerklärlichen Ursachen starb sie bereits in sehr jungen Jahren. Silberschwinge ist die Drachendame von Alicent Targaryen. Während des Drachentanzes wurde sie vom Ulf dem Weißen geritten. Silberschwinge hatte, wie auch ihren Namen schon vermuten lässt, silberne Schuppen. Einer Legende nach soll Prinzessin Rhaenyra Targaryen ein Drachenei in die Wiege von ihrer Schwester Alicent gelegt haben, aus welchem Silberschwinge entsprang. Königin Alicent besuchte mit Silberschwinge die Mauer und vermachte den Mannen der Nachtwache einen neuen Streifen Land. Silberschwinge wurde nach dem Tod Ulfs immer wilder und ließ sich auf einer entfernten Insel im Rotsee nieder, wo sie auch starb. Seerauch war ein grau-weißer Drache von Drachenstein, dessen Heer Laenor Velaryon war. Bei der Schlacht bei Stolperstadt griff Seerauch die Stadt und das stationierte Heer an. Vor den Feldern der Stadt erwachten die drei Drachen Silberschwinge, Tessarion und Vermithor. Ein Drachentanz auf Leben und Tod begann. Feuer kann Drachen untereinander nichts anhaben, weil die Drachenschuppen resistent sind. Da Seerauch den anderen Drachen an Alter, Erfahrung und Größe unterlegen war, dauerte es nicht lange, ehe Vermithor seine Zähne in den Hals von Seerauch schlug und ihm daraufhin den Kopf abriss. Der Drache von Aegon dem Jüngeren war Sturmwolke. Während eines Bürgerkrieges schickte Prinz Jacaerys Velaryon seine Halbbrüder nach Pentos, wo sie bis zum Ende der Aufstände verweilen sollten. Aegon nahm seinen Drachen und Viserys sein Drachenei mit auf die Reise. Auf See wurde ihre Kogge überfallen und Aegon konnte aus seinem Drachen Sturmwolke fliehen. Sturmwolke schaffte es noch, Aegon heil nach Drachenstein zu bringen, ehe man ihm dutzende Pfeile aus dem Bauch zog. Außerdem hatte sich ein Skorpionbolzen durch den Hals gebohrt. Schwarzes Blut floss ihm aus den Wunden und er starb binnen einer Stunde nach der Landung auf Drachenstein. Vermithor war der Drache von Jaehaerys I. Er war alt und mächtig und nur Vaegar reichte an sein Alter ran. Vermithor hatte bronzefarbene Schuppen und lohfarbene Schwingen. Nach dem Tod von Jaehaerys verschwand er in einer Höhle im Drachenberg, wo er für Jahrzehnte verweilte. Vermithor konnte von Hugo Hammer gebändigt werden, der diesen auch im Drachentanz ritt. Während der Schlacht bei Stolperstadt hat er Seerauch getötet. Er wollte mit seiner Beute aufsteigen, doch seine verstümmelten Flügel konnten sein Gewicht nicht mehr tragen. Vermithor kollabierte und verstarb wenige Minuten später an den Folgen. Die Drachen Graugeist, Schafsdieb und Kannibale gelten als die drei wilden Drachen, die während des Drachentanzes auf Drachenstein lebten. Graugeist war grau-weiß und lebte auf der Ostseite der Insel. Alle Versuche, ihn zu reiten, stellten sich als erfolglos heraus. Nachdem Sonnfeuer nach Drachenstein zurückkehrte, wurde Graugeist von ihm getötet und zu großen Teilen aufgefressen. Schafsdieb war hingegen braun und bevorzugte als Beute Hammel, während der Kannibale schwarz war und grüne Augen hatte. Er war der größte und älteste der drei Drachen. Am Ende des Drachentanzes verschwand der Kannibale
Kannibale von Drachenstein und wurde nicht mehr gesehen. Arrax war der Drache von Prinz Lucerys Velaryon. Er war jung, aber kräftig. Prinz Aemon Targaryen hat im Zuge des Drachentanzes mit Vhaegar den jungen Prinz Lucerys mitsamt Drachen Arrax über der Sturmbucht getötet. Tage später wurde der Kopf Arrax und der Leichnam Lucerys angespült. Syrkos war die Drachendame von Prinz Jaehaerys Targaryen. Sie starb in der Drachenhöhle, als diese von einem Mob bei der Erstürmung der Drachengrube angegriffen wurde. Angestiftet wurde die Menge von einem Priester, der gegen Drachen war. Syrkos wurde nie geritten. Caraxes, oder auch der Blutwurm genannt, war der Drache von Daemon Targaryen. Er hatte rote Schuppen und war schlank. Im Kampf um die Drittsteine wurde er von Daemon eingesetzt. Auf dem Rücken von Caraxes forderte Daemon Prinz Aemon Targaryen heraus, welcher mit Vhaegar in die Luft schoss. Alle vier wurden bei der Schlacht über dem Götterauge getötet. Vhaegar konnte mit seinen Krallen den Bauch von Caraxes öffnen, während er Vhaegar die Kehle aufriss. Vhaegar starb noch im Fall. Caraxes konnte sich noch aus dem Ufer retten, ehe er seinen Wunden erlag. Rhaenyras Drache hörte auf den Namen Syrax. Sie wurde nach einer alten valyrischen Göttin benannt. Syrax hatte gelbe Schuppen und war mindestens so kampferfahren wie Caraxes. Sie wurde in der Drachengrube gehalten und starb während der Erstürmung. Tessarion, auch bekannt als die Blaue Königin, war die Drachendame von Daeron Targaryen. Ihre Flügel waren so dunkel wie Kobalt und auch ihre Flammen hatten einen prächtigen Blauton. In der Schlacht bei Stolperstadt wurde sie ebenfalls in einem Kampf mit den drei anderen Drachen verwickelt. Schwer verwundet und unfähig zu fliegen, krümmte sich die Blaue Königin und überlebte noch bis zum Sonnenuntergang. Tessarion wurde von drei Pfeilen auf Befehl Lord Schwarzhains getötet, um ihr weitere Schmerzen zu ersparen. Traumfeuer wurde von Prinzessin Rhaena Targaryen geritten, ihre spätere Reiterin war Helena Targaryen. Ihre Schuppen waren hellblau. Während der Erstürmung der Drachengrube konnte sie sich als einzige von den vier Drachen von den Ketten befreien, als die Menschenmenge auf sie hereinbrach. Traumfeuer tötete mehr Angreifer als die drei anderen Drachen zusammen. Ein Armbrustbolzen traf sie dann jedoch im Auge, woraufhin sie halb erblindet in die Kuppel der Drachengrube flog, die dann auf die Drachen sowie die Drachentöter herabstürzte und sie in den Trümmern begrub. Caraxes war einer der drei Drachen, die den Kindern von Prinzessin Rhaenyra Targaryen geschenkt wurden. Caraxes war dabei mit Gottfried verbunden. Er starb ebenfalls in der Drachengrube. Vermax war mit Jaehaerys Velaryon verbunden. Während der Schlacht der Gurgel flog Vermax zu niedrig und krachte ins Wasser. Diesen Aufprall haben sowohl der Drache als auch Jaehaerys nicht überlebt. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Mit Morgul haben wir den Drachen, welcher Prinzessin Jaehaera Targaryen gehörte. Morgul starb ebenfalls während der Erstürmung der Drachengrube. Der letzte Drache erhielt auch den gleichnamigen Namen. Er starb in jungen Jahren während der Regentschaft von König Aegon III., der daraufhin den Namen Drachentod erhielt. Für 150 Jahre gab es keine Drachen in der uns bekannten Welt, bis Daenerys Targaryen ihre drei Dracheneier zum Schlüpfen brachte. Daenerys Drachen Drogon, Rhaegal und Viserion kennen wir bereits aus der Serie, weshalb ich nun das Video so abschließen möchte. Es war eine Menge Arbeit und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn es euch gefallen hat oder ihr Interesse an ähnlichen Projekten habt, schreibt es gerne in die Comments. Lasst auch gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.